DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Schönen guten Tag, hier ist die Wocheninfo Nummer 429 vom Remscheider Fernsehen TeleDMW. Wir haben die Breaking News für Sie gesammelt der vergangenen Woche. Die gehen diesmal bis zum 21. Mai 2023 und haben folgende Themen. Die Stadt Remscheid verschickt Hundesteuer-Warnschreiben. Kinderraubtäter machten einen dummen Fehler und wurden gestellt. Er dachte bestimmt, Frau am Steuer, Ungeheuer. Schießerei auf der Autobahn. Ein Tankstellenkassierer lässt einen Bettler verhaften. Im Studio sitzt wie gewohnt ihr Herr Westkamp. Am Dienstag, dem 16. Mai 2023, kam es gegen 10 Uhr morgens auf der Brückenstraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Eine 57-jährige Frau war mit ihrem Audi Q3 auf der Brückenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Vieringhausen abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Fußgänger, der war 83 Jahre alt, der die Brückenstraße in Richtung Norden überquerte. Bei der Karambolage wurde der 83-Jährige schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sollten Sie so ein Haustier haben, dann wird es Zeit, dass Sie auch dafür Steuern bezahlen, denkt die Stadt Remscheid. Die Stadt Remscheid führt eine Hundebestandsaufnahme zur Feststellung bisher nicht zur Steuer erfasster Hunde durch. Leider musste in der Vergangenheit immer wieder festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Hunde zur Zahlung der Steuer angemeldet haben. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit wird daher jetzt eine Hundebestandsaufnahme im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Nach § 8 Absatz 1 der Hundesteuersatzung der Stadt Remscheid besteht die Pflicht, jeden Hund innerhalb von 2 Wochen nach Aufnahme in den Haushalt bzw. Zuzug aus einer anderen Gemeinde bei der Stadtverwaltung anzumelden. Sollten Sie einen Hund oder mehrere Hunde halten, die noch nicht zur Hundesteuer veranlagt sind, bitten die Stadt Remscheid, auf diesem Weg die unseitig abgedruckte Anmeldung auszufüllen. Also sie verschickt diese Briefe. Diese Hundebestandsaufnahme wird durch örtliche Kontrollen unterstützt. Falls nicht gemeldete Hunde festgestellt werden, wird die Steuer rückwirkend festgesetzt. Zudem können Bußgelder bis zu 1.000 Euro geltend gemacht werden. Das schreibt der Fachdienst Steuern und Finanzbuchhaltung der Stadt Remscheid jetzt an alle Haushalte. Also eine Postwurfsendung bekommt jeder ein Briefchen zum Aufmachen und jeder, auch wer keinen Hund hat, kriegt jetzt einen Brief von der Stadt Remscheid mit einer Bettelei, dass sie bitte ihren Hund anmelden sollen. Was sowas kostet, kann ich Ihnen auch noch ganz schnell sagen. Wenn Sie einen Hund haben, kostet das jährlich 132 Euro. Dafür machen die dann auch die Bürgersteige wieder sauber. 2 Hunde gehalten werden, 165 je Hund. Das wird schon ein Tick teurer pro Hund. 3 und mehrere Hunde gehalten werden, 198 je Hund im Jahr fällig. Und der Steuersatz für sogenannte gefährliche Hunde beträgt 660 Euro im Jahr. Also, wenn Sie Bock haben, melden Sie doch Ihren Hund an.
Kinder und Jugendliche machen gerne Dummheiten, aber manche gehen wirklich zu weit, denn es wurden Jugendliche überfallen von einer Clique, sagen wir mal so, und die machten dummen Fehler und wurden gestellt. Am Dienstag, dem 16. Mai 2023, kam es gegen 18.45 Uhr im Bereich Farrenbracken zu einem Raub, das ist im Bereich der Haddenbach. Ein 15-jähriger Jugendlicher war auf dem Heimweg, als er von 4 weiteren Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zunächst auf ein Feld gelockt und dort mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Täter sollen dabei eine Halskette an sich genommen und zudem Geld gefordert haben. Da der Geschädigte kein Geld dabei hatte, begleiteten die 4 Täter den Jugendlichen in die Nähe seines Zuhauses. Dort angekommen erhielten sie jedoch kein Geld, sondern wurden von dem Vater des Geschädigten gestellt und anschließend der Polizei übergeben, wie sich das so gehört. Einer der Jugendlichen, welcher nach bisherigen Kenntnissen als Haupttäter und Besitzer des Messers gilt, wurde vorläufig festgenommen und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 3 anderen wurden auf der Polizeiwache ihren Eltern übergeben. Die letzte Meldung aus Remscheid habe ich sogar selber miterlebt. Am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, betrat gegen 5.01 Uhr ein etwa 31-jähriger Mann mit einem leeren Einkaufswagen vom Pennymarkt das Gelände einer Tankstelle auf der Ringstraße. Der Mann mit kurzen, dunklen Haaren und schwarzer Lederjacke machte sich daran, die Kunden mit Bettelei zu belästigen und erhielt auch Geld, wovon er sich Brötchen kaufte. Danach wollte er seine Bettelei, weil er so erfolgreich war, mit dem Argument, dass er Hunger habe, fortsetzen. Den Kassierer regte das so sehr auf, dass er zum Telefon griff und der Polizei einen heißen Tipp gab. Er meldete einen gestohlenen Einkaufswagen mit Täter vor Ort. Die Polizei ließ sich sehr viel Zeit und kam erst nach einer halben Stunde vorbei. Inzwischen ergriff der Bettler nicht die Flucht. Er setzte sich nichts ahnend in die Tankstelle zum Aufwärmen. Der Kassierer grinste schon, als aus dem Streifenwagen ein flotter Dreiertrupp ausstieg. Nach einem 10-minütigen Gespräch mit dem Täter und einer Personalienüberprüfung wurde der Mann verhaftet. Er hatte so viel auf dem Kerbholz, dass er am nächsten Tag nicht auf freien Fuß mehr kam. Der Kassierer freute sich, den Mann geholfen zu haben. Im Gefängnis bekommt er jetzt regelmäßig ausreichend zu essen. Wir schauen ins Bergische Land. Diesmal ist Wuppertal dran. Genauer gesagt schauen wir auf die Autobahn. Dort gab es einen Schusswechsel. Also das haben wir nicht alle Tage, dass es auf der Autobahn geschossen wird. Und was da genau passiert ist, so im Raum Langerfeld, Kreuz Wuppertal Nord, so in dem Dreh, das werden Sie jetzt erfahren. Am Samstag, dem 20. Mai 2023, kam es um 7.30 Uhr nach einer vorangegangenen Streitigkeit zu 2 Schussabgaben auf einen Autofahrer. Auf der 1 in Fahrtrichtung Dortmund kam es zwischen einem 37-Jährigen in seinem Mercedes und einem bislang unbekannten Audi-Fahrer zu Unstimmigkeiten beim Reißverschlussverfahren. In der Folge nötigte und bedrängte der Unbekannte den 37-Jährigen durch Ausbremsen. Nachdem beide Fahrzeuge auf die A46 in Richtung Heinsberg wechselten, fuhr der Audi links neben den Mercedes. Auf der gleichen Höhe kam es zur Abgabe von 2 Schüssen aus einer Schusswaffe. Mutmaßlich einer Luftdruckwaffe. Dadurch splitterte die Seitenscheibe des Mercedes. Der 2. Schuss blieb in einem, und da hat der Mann sehr viel Glück gehabt, technischen Gerät des 37-Jährigen stecken, das er in der Brusttasche seiner Jacke trug. Der Mercedes-Fahrer erlitt durch die gesplitterte Scheibe eine leichte Verletzung im Gesicht. Der flüchtige Audi war vermutlich mit 2 Personen besetzt.
An dem Fahrzeug waren russische Kennzeichen angebracht. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte und die Tatverdächtigen vermutlich miteinander bekannt sind. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Täter wurden noch nicht gefunden und gefasst. Jeden Dienstagmorgen holt das Ordnungsamt den Radar-Böller-Wagen rein zum Batterieaufladen. Jeden Mittwochmorgen sind die vor uns auf der Flucht. Die wollen den neu verstecken. Aber wir sind auf der Spur. Wir wollen schließlich wissen, wo er ist. Und die Zuschauer erst recht. Leider gewinnt manchmal das Ordnungsamt das Spielchen. Und wir kriegen nicht raus, wo er ist. Schuld zum Beispiel ist eine dumme Ampel. Sollten Sie wissen, wo dieser Wagen hingekommen ist, dann rufen Sie unsere Hotline an unter folgender Nummer. 0179 3131444. 0179 3131444. Ja, wo ist er denn? Wo läuft er denn? Ja, wo blitzt er denn? Wo ist denn der Radar-Böller-Wagen? Rufen Sie unsere Hotline an. Und wir wissen aber, wo geblitzt wird. Ich habe zum Beispiel eine Stelle gefunden, kurz vor Hagen Nord, wenn man von Norden die A1 runterfährt. Da steht ein Dreieck. Also wenn Sie daher fahren, in Fahrtrichtung Köln. Vorsicht. Und in Remscheid stehen nicht Dreiecke, da stehen mehr runde Säulen oder Viereckige. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscheider Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen, und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Die Stadt Remscheid hat tief in die Tasche gegriffen. Auf der Neuenkamper Straße steht jetzt eine Litfaßsäule mit Lasertechnik. In Fahrtrichtung Lennep kann nicht mehr gerast werden. Hier ist Tempo 50, genauso wie in der anderen Richtung. Die Säule steht schwarz an der Seite und wird nicht so schnell nachts gesehen. Aber in der anderen Richtung kann sie auch blitzen. Ja, das kann sie. Und hiermit sind die Nachrichten durch. Schönen Dank für Ihr Interesse. Aber Sie sind noch nicht durch, denn das Programm geht nach den Nachrichten natürlich noch weiter. Was da kommt, werden Sie auf der Schrifttafel erfahren. Kommen wir noch zu einem Programmhinweis, den ich aber jetzt mal persönlich geben möchte. Am 29. Mai, das ist Pfingstmontag, sollten Sie abends um 21 Uhr mal hier auf diesen Kanal schalten. Denn da kommt wieder Live Talk, Ausgabe 7. Können Sie sich darauf freuen, das wird wieder interessant. Können Sie wieder hier im Studio anrufen und Ihre Meinung zu interessanten Themen loswerden. Jedes Thema wechselt nach 15 Minuten zu einem anderen Thema über. Das wird sehr interessant, war letztes Mal sehr erfolgreich. Kommen wir zum Hit der Woche. Oh Mann, ist der versaut. Diesmal heißt er, deine Freundin, die kann pusten. Das richtige Wort sage ich nicht. Ja, sehen Sie auf unserer Homepage im Bereich der Hitparade. Von der Gruppe SDP, glaube ich. Ja, so heißt die. Und dann sagen wir einfach mal bis nächste Woche. Ihr Michael Westkamp wünscht Ihnen wieder alles Gute und sagt Tschüss! Tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele DMW. Einfach genial, das ist die
Tom und grüße alle sehr Tom Remscheider Fernsehen. Pfingstmontag ist es soweit, meine Damen und Herren. Um 21 Uhr startet hier wieder im Studio. Da geht es so richtig rund wieder. Die Live-Talk-Sendung, Ausgabe Nummer 7. Letztes Mal ging es ja unheimlich rund hier. Wir haben auch wieder interessante Themen. Zwei sind schon bekannt. Wie zum Beispiel, wie entsorgt man ein totes Haustier? Oder warum fahren so viele Leute mit Drogen am Steuerauto? Wenn Sie dazu was sagen können, greifen Sie zum Telefon. Rufen dann an unter 0179 3131 444 oder neben WhatsApp und neben folgende Nummer 017 456 78 400 und dann sind Sie direkt mit mir verbunden und können live auf dem Sender Ihre Meinung sagen. Ist das nicht toll? Ich kann Ihnen sagen, letztes Mal ging es richtig rund. Also ich freue mich ja schon auf die Warteschleife, wenn Schlaubi wieder so ungeduldig ist und Satan. Also schalten Sie auf jeden Fall etwas früher ein. Das ist ganz toll. Also die beiden, die sind einmalig. Und was in der letzten Sendung so abging bei Live Talk, das war ganz toll. Margarita, molala, oder lieber mit Ananas, Hawaii, auch schön, ja, Junge, jetzt läuft aber schon das Wasser im Mund zusammen. Herzlich willkommen beim Remscheider Fernsehen TeleDMW, mit wem spreche ich? Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Sascha Eichhoff. Der Sascha, ja? Ich würde mich gerne äußern zu dem Thema Pizza, also erstmal ist natürlich eine Frage, ist der Flächeninhalt eines Kreises oder einer Scheibe besser gesagt, vergrößert er sich gleichermaßen linear mit dem Durchmesser? Also das heißt, ich würde schon sagen, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ist der Radius doppelt so groß, ist die Pizza doppelt so teuer? Also 4 cm auf der linken Seite und wie auf der rechten macht 8 cm, ne? So, liebe Leute, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch eine Punktekarte? Oder nicht? Ruft an 0179 3131 444. Ja, schönen Abend. Mein Name ist Christopher Katlus. Also es geht hier einfach auch um das Punktesystem. Das ist für mich persönlich auch einfach ein Problem, da ich selber ein Alkoholproblem hatte. Es ist in dem Sinne ein Suchtträger. Ich habe extra mal ein Foto ausgedruckt. Da kann man reinfahren. Und nach 100 Metern, die Straße ist 300, die Siedlung ist 300 Meter lang, kommt das hier. Verbot für Fußgänger. Ja, und das haben wir auch in den Nachrichten gehabt. An der Seite steht das Schild. Das sieht jeder Autofahrer klar. Und man darf nicht durch diese Straße laufen. Wen haben wir denn da? Der Marius aus Münsterland. Ach, Marius, ich erinnere mich. Marius, was ist das denn für eine verrückte Sache hier in Remscheid? Das gibt es in ganz Deutschland nicht, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Erst die verrückte Baustellenampel und jetzt das. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja, jetzt mache ich mich unbeliebt. Jetzt lässt er nochmal ab. Ah, nee, jetzt wollen wir nochmal irgendwo noch reinnehmen, der vielleicht noch was zu dem Thema zu sagen hat. Mit wem spreche ich? Hier ist Michael Westkamp. TeleDMW, ich hab TeleDMW. Ich hab TeleDMW auf dem Computer eingestellt. TeleDMB auf dem Computer eingestellt. Als Belohnung. Hallo, Herr Westkamp. Guten Abend. Als Belohnung bekommt er das am Ende der Sendung noch vorgespielt, ja? Cool, danke. Lauter Auspuff und Tuning-Autos ist das Thema. Und ich finde es nicht richtig, wenn ich zusammenzucke. Weil es draußen knallt wie bei Silvester und jemand muss seinen Auspuff bumm machen lassen.
Also ich finde das ja eigentlich ganz cool, ne? Wenn sich so ein Auto ein bisschen lauter anhört, das hört sich dann so ein bisschen nach so einem Raumschiff an. Und ich habe ja auch so ein Auto und da habe ich auch schon ein bisschen Tuning reingesteckt mit so einem Bodykit und so. Eine primitive Sinnesbefriedigung, wie stehst du denn dazu? Hat der Arino da geschrieben im Chat gerade. Ja, also eine Sinnesbefriedigung auf jeden Fall, weil es ist ja laut und ja, und wenn ich halt keinen Bock mehr auf so laute Autos habe oder die Musik zu laut ist, also ich stehe auch so auf so Subwoofer hinten drin, aber die kann man erst auf einem bestimmten Level freischalten. Jetzt weiß ich, wie die das machen. Die Leute machen laute Musik im Auto an, damit sie ihren Krach da draußen nicht mehr hören. Jetzt hab ich es! Ich persönlich bin ziemlich lärmempfindlich. Es gibt sogar gewisse Geräusche, die auch mir regelrecht in den Ohren wehtun, inklusive lauter Auspuff und ähnliches. Wie hat dir die Sendung gefallen? Oh, mir hat sie sehr gut gefallen, sehr kurzweilig. Ich finde das auch mit dem 15-Minuten-Takt der vier Themen sehr gut, dass es alles wunderbar fließt. Es hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht, auch jetzt der Anruf. Tele-DMW, ich hab. Tele-DMW, ich hab. Tele-DMW auf den Computer eingestellt. Tele-DMW, ich seh Tele-DMW. Tele-DMW. Meine Damen und Herren, wir schalten gleich raus nach Niedersachsen. Und der DMW ist auf einem Wanderparkplatz, hat sein Auto schon abgestellt und muss jetzt kilometerweit laufen durch Wälder bis zu einem Funkturm. Zuerst läuft er wahrscheinlich mal den falschen Weg rauf. Gehen Sie einfach mit. Wir schalten jetzt rüber zum Wanderparkplatz, wo der DMW sich jetzt live meldet. Da habe ich das Auto abgestellt, weil der Wanderweg hier, bin mir nicht sicher, ob mein Auto das überlebt. Ich weiß nicht, wie der Weg wird. Wir wollen da jetzt hoch. Erste links. Jetzt darf ich mal gucken. Da steht Waldweg, ja. Waldweg. Fahren uns. Was steht denn da? Ein kleines Schild, was kaum lesbar ist. Befahren mit Kraftfahrzeugen und Tiergespannen, ja. Verboten. Wiederlandungen werden verfolgt, frei für Forstbetrieb und Anlieger. Naja, dann wollen wir mal. Also zumindest keine Schranke hier. Da geht der Westkamp doch noch durch den Wald spazieren. ja, ich werde den Live-Chat mal einschalten. Alle Mitteilungen werden angezeigt. Okay. Noch ist keiner da. Okay. Jetzt gehe ich mal herauf. Da soll der Funkturm irgendwo stehen. Ich weiß nicht, aber noch hätte ich mir nicht die Achse verbogen. Ja, wollen wir mal schauen, was es da gibt. Oh, ist natürlich ein bisschen wackelig. Mit zwei Händen filmen. Oh, ja, ein bisschen steil rauf geht's ja schon, hä? Gell? Nein! Ich glaube, ich stehe im Wald! Die erste links, das kann auch nicht dieser Matschweg sein. Ich glaube das nicht. Nee, das war bestimmt nicht die erste. Nee, das ist auch. Nee. Glaube ich nicht. Das hat. Hier ist auch schon matschig. Nee, das ist kein richtiger Weg. So, Leute. Liebe Zuschauer, ich weiß, ihr guckt alle Fußball. Hier in diesem Wald soll der Funkturm stehen, der bis nach Remscheid funkt und dafür sorgt, dass ich alle möglichen
NDR-Programme hören kann. Hören. Wir reden von hören. Ich muss sagen, es ist ganz schön kletterig. Und ich bin froh, dass noch nicht dunkel ist inzwischen. Ah ja. Ich marschiere mal hier so ein bisschen. Guck, ich sehe ja nichts sehe ich. In der Richtung auch nicht. Das ist echt scheiße. So, dann sage ich mal ciao. Und ich glaube, ich stehe im Wald. Bis später mal. Ja, jetzt kommen sie alle an. Aber ich muss jetzt klären, wo ich bin. Ich bin jetzt wieder auf Yacht. Ich stehe schon wieder im Wald. Diesmal bin ich 500 Meter mit dem Auto gefahren. Habe es am nächsten Wanderparkplatz abgestellt. Ganzen Schrott vom Anfang zurückgerannt. Und jetzt soll hier angeblich, ich ärgere mich, dass ich diese Straße nicht benutzt habe. Ja, da ärgere ich mich jetzt. Also mit dem Auto wäre das schön, aber unten stand ein Warnschild. Darfst du nicht hoch. Naja, hupa. Naja, schauen wir mal. Jetzt tun wir noch den Live-Chat. Und dann haben wir auch die Kamera richtig rum. Oh. Da hinten, das sieht aus, zuerst sah es aus wie eine Hauswand, jetzt sieht es aus wie eine Nebelwand. Hier im Wald ist scheinbar auch Strom erforderlich. Ich habe hier einen Strommast gefunden. Wohnt hier einer? Wofür soll denn der gut sein? Stromverteiler, Telefon, was weiß ich. Laut Google Maps 18 Minuten zu laufen. Immer den Berg hoch, immer den Berg hoch. Ich werde heute richtig Sportler. Puh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und das Schlimmste ist, du siehst dein Ziel ja noch nicht mal. Oh, die Hütte ist aber nicht schlecht. Aussichtspunkt. Oh ja, das ist eine Aussicht. Hui. Oh. Ja, ich bin ziemlich hoch. Leute, das ist eine Aussicht. Herrlich. Wenn da jetzt die Sonne noch scheinen würde. Nee, sagen wir so. Bei Sonnenschein hätte ich hier einen Hitzekollaps gekriegt. So. Es kann nicht mehr lange dauern, Leute. Leute, ich bin hier am Bergsteigen. Und ich sage euch, das ist der Hammer hier. Das ist ja der zweite Berg, den ich raufkletter, um diesen Funkturm zu finden. Das muss er jetzt irgendwo kommen? Ah, da ist er. Ein Richtfunkstreckenturm. Aber das ist nicht mein Ziel. Wo ist das andere Ziel? Lass mal gucken. Forsthaus, Varusturm. Nee. Da komme ich her. Festhaus. Terra-Wanderpark. Mann. Und irgendwo ist da auch noch ein anderer, der viel attraktiver ist. Bundeswehrturm. Ah, herrlich. Ja, ich meine, wenn man schon da ist, ne? Wollen wir mal eben einmal gucken. Bundeswehrturm. Haben wir im Wuppertal auch. Ja, Leute, ich habe mein Ziel gefunden. Hier ist der Sender Grafensundern, der es bis zum Remscheid Mitte schafft. Auf DAB mit NDR-Programmen. Unter der oberen Plattform sehen wir ein FM-Sender für normales Radio, der aber nur in zwei Richtungen sendet. Und dann haben wir zwischen den Plattformen noch Mobilfunk. Dann haben wir eine Richtfunkstrecke auf halber Höhe, eine Satzschüssel. Tja, und dann sind die Betriebshäuser da unten noch. So, und das Ganze ist mitten im Wald. Ich glaube, ich stehe im Wald hier. Oder? Furchtbar ist das. Und wenn man sich da verläuft und falschen Weg geht, dann landen wir bei dem Bundeswehrturm. An der oberen Plattform, zwischen den Plattformen kann man sagen. Und dann klettert man da so runter. Dann gehen wir gleich mal zu den Betriebshäusern. Und da oben, man sagt, man hätte den Turm vergrößert, da oben die Querträger, das ist dieses DAB. Und das ist neu dazugekommen.
Ja. Steht wirklich total versteckt im Wald. Ne? Da könnten glatt die Holländer gewesen sein. So, ich nehme einen offiziellen Weg. Mal sehen, ob wir auch Betriebsbuden finden. Oh, offiziellen Weg. Gut. Ich könnte jetzt den McDonald's leer fressen. Oder irgendwas. Oh, ist aber schön hoch hier. Hat man hier eine gute Aussicht? Ich meine, ist zwar nebelig, aber. Huh. Mal den Haupteingang angucken, ne? Och, ist das eine Aussicht, geil. Oh. Ja, also von hier oben bis nach Remscheid könnte ich mir schon vorstellen, ne? Ja. Ich kann leider mit diesen Dingen nicht zoomen, wie bei einer schönen Filmkamera. So, und hier ist im Wald der Haupteingang. Aha. Ah, schön. Ach, ich würde ja so gerne hier eine technische Messung machen. Ich würde ja gerne mit dem Auto vor den Sender fahren. Der hat aber nur eine Strahlungsrichtung. Stopp, 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 stopp. Ja, so nicht. Ein paar Fotos. Keine Schilder, keine Warnung, kein NDR, kein Telekom, nichts. Ah, ja, da hinten, da komme ich auch nicht dran. Ah ja. Naja. Herr Weskamp. Findet aber nur in einer. Herr Weskamp! Könnte Remscheid sein, ja? Ah, nicht schlecht. Zwei Plattformen. Ich bin immer noch im Wald. Doch ich bin am Ende, absoluten Ziel. Das heißt, ich war am Fernmeldeturm vom Norddeutschen Rundfunk. Ich war direkt in der Nähe vom Bundeswehrturm. Und jetzt kommt der Hermann-Turm. Der soll von Attraktion sein, weil man da rein kann und hoch und dann die Aussicht kostenlos genießen. Wollen wir doch mal schauen. Ich kann ihn schon am Ende der Waldstrecke erkennen. Da ist irgendwas aus Stahl oder Beton. Und gleich werden wir sehen, was da jetzt passiert. So, und ich nehme euch mit hoch, ist ja wohl klar. Das war eine Google-Kontrolle. So, mal sehen, was wir unter den Hermann-Turm verstehen. So, langsam bildet sich hier ein Blick, dass es sich um ein Freilufttreppenhaus handelt. Oh! Ja, Und jetzt werden wir, danke für den Daumen, ich muss noch einen Chat einschalten, der auch lesen kann, ob ihr was schreibt. Ne, er schreibt ja wieder nichts. So, sieht ja interessant aus, eher wie ein Kugellaufspiel. So, wir sind jetzt noch höher gerannt, den Berg hoch. Gestattet mir, frische Luft zu holen. Außerdem habe ich nichts zu trinken mitgenommen. Nee. Oh, ja. Da wollen wir hoch. Oh, das ist aber sehr aufregend. Hoffentlich dürfen wir auch. Sonst bin ich die ganzen 900 Meter wieder umsonst gelaufen. Und was schreibt der Toni Snooker? Ich kann es. Es wurde gerade ausgeblendet. Geht's wieder bergab? Nein, der letzte Meter bergauf. Hier ist eine Hundehütte. Und da sitzen die Herrchen wahrscheinlich. So, da geht's jetzt hoch. Hoffentlich darf ich das. Oh. Ja, es geht erstmal danach ganz wieder 2-3 Kilometer zurück zum Auto. So, hier muss wohl der Eingang sein. So ein kleiner, fummeliger Eingang. So, jetzt nehme ich euch mit. Scheint noch gar nicht so alt zu sein. Sieht noch recht neu aus. Auf die Himmelstreppe hoch. Tralala. Juhu. Ich glaube, ich mache zwischendurch mal Rast. Ja? Wir wollen nach oben. Wir wollen befördert. Warum habe ich hier keinen Aufzug? Herr Weskamp. Aber ist gar nicht so alt, das Ding. Und noch eine Etage. Oh, ja, kann es aber Muskel. Also, heute Abend habe ich Muskelkater. Das gebe ich euch mal. Wenn das Handy runterfällt, ist tot.
Was ist das denn für ein Kasten? Ja, was ist das? Sicherungskasten oder was ist das? Bei mir ist es neugierig. Ist das der Briefkasten? Von außen kann man es besser erkennen. So. Oh. Ja. Ganz stabil. Auch für alte Rentner. Ah. Wie viele Taschen sind da noch? Oh. Nur Angst, wenn mein Handy runterfliegt, dann ist es weg. Ah, ich sehe schon. Nee, der gute Ausblick kommt erst, wenn wir oben sind. Treppen rauf. Ich bin jetzt, mir ist schon ganz mulmig. Ich bin jetzt so hoch wie ein Tannenbaum. So hoch an einen Tannenbaum raufgeklettert. Oh. Wie weiter geht's? Oh, Mamma mia. Ich bin schon ein wenig aus der Puste. Oh ja, ja, ich sehe schon das da. Aber es scheint ganz sicher zu sein. Scheint sehr stabile. Ich kriege schon langsam Höhenangst. So. Oh. Michael. Die kenne ich gar nicht mal. So unbekannt ist die Schule. So, ich bin gleich oben. Ich halte das Handy noch ein bisschen fester. Endstation, es kommt gleich die große Aussicht. Oh, ach du Scheiße. Oh, oh mir ist schon ganz knurrig in der Beine vom vielen Laufen. Und oh, nee. Oh, sogar ein Fernglas. Georg-Marien-Hütte nennt sich das hier. Oh, hat sich gelohnt. Jetzt machen wir mal einen langsamen Schwenker. Ist leider sehr, sehr windig, diesig, nebelig. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Oh, ja, ja, ja. Ah, wenn da jetzt klares Wetter wäre. Meinst du, was ich beeindruckt gewesen wäre? So hoch wie ein Tannenbaum. Der Tannenbaum ist noch höher. Aber vielleicht kriege ich mal eine Orientierung. Selbst so nebelig, dass ich die Sender nicht mehr sehe. Du Scheiße. Hinter dem Wald steht ein großer Fernmeldeturm. Aber jemand macht hier so viel Feuer, scheinbar, dass alles qualmt. He? Meine Damen und Herren, ich befinde mich auf dem Hermannsturm in Georg-Marien-Hütte. Ja. Ja, genau. Dieser Apparat hier, das ist kein Fernglas. Das ist einfach nur eine Maschine, wo man kostenlos reingucken kann. Ich versuche das mal. Und dann seht ihr da drin Schriften, gedruckte. Seht ihr da? Und je nachdem, wie ich das Gerät drehe, drehen sich die Schriften mit. Habt ihr so halbwegs sehen können. So, wir haben heute schlechtes Wetter, leider Gottes. Aber ich bin so hoch wie ein Baum, ja? Nee, ich bin noch nicht in der Baumkrone. Aber wenn ich mal ehrlich bin, wollen wir doch mal nach unten gucken. Nach unten. Ich schieße ja. Aber alles noch relativ neu. Oh, das ist nicht witzig. Ich schmeiß euch noch mal übers Geländer. Oh, ich habe Schiss. Ich kriege langsam in die Beine. Wackelig. Warum bin ich froh, wenn ich da unten bin? Man könnte sehr weit gucken hier, wenn das nicht so nämlich wäre. Ist nicht zu fassen. Ja. Da hinten ist eine Stange. Eine Fahnenstange. Und hier ist das Gerät. Ja. Und hier ist noch ein bisschen Reklame. Hier ist der Abgang. Können Sie wieder runtergehen? Ja. Kommt ja gleich mal mit. Hier wollen Sie noch ein bisschen Werbung für die App machen oder für Podcast. Aber ist egal. Ich habe ja hier meine Panik. Das ist ja wirklich hier sehr aufregend. Ne?
So, ich muss mich jetzt gleich hier wieder runterstürzen. Das wäre dann der Aufzug. Okay, so bis demnächst, bis heute Abend mal. Ja, sehr schön hier. Ja. Wenigstens ein bisschen Abkühlung hier. So, wir gehen mal wieder zusammen runter. Ja. Vielleicht wird es mir dann besser. Ach, das ist ja alles so. Ich muss ja sagen, das ist ja alles sehr, sehr schön hier. Sehr stabil. Recht neue Stangen. Das hier ist auch nicht gerade uralt. Also so lang steht das Ding hier noch nicht. Ja, ich gehe mal wieder abwärts. Noch ist lebensgefährlich. Noch fliege ich in den Tod, wenn ich runterfliege. Das ist sicher. Ja, ich gehe mal ganz vorsichtig hier. So hoch im Baum zu sitzen, da wird mir übel. Wenn du da aus dem Baumkrone runterfliegst, ach, was sind so Gedanken, die man hier hat. Oh, wir wollen weiter. Wenn das Handy runterfliegt, dann weiß ich auch, was kaputt ist. Ne? Es könnte auch rutschig sein, so nebenbei. Deshalb sollen wir jetzt mal rennen. Ne? Nee, dann wackelt die Kamera zu sehr. Scheiße. Aber langsam kann man den Waldweg wiederfinden. Ne? Was steht denn da eigentlich für ein dickes Ding? Ich weiß es nicht. Ach so, ich sollte auch mal die Finger da wegnehmen. Ja, tue ich auch. Ne? Also ich bin ja ein Dümmchen ja manchmal. Nee, da steht nichts von Tele-DMW. Nein, da haben sie ein anderes hingekriegt. Nein. So, jetzt gehen wir wieder runter. Irgendwo ist auch ein Briefkasten, aber nicht wirklich. Frag mich nicht, was das ist. Gleich wird es auch dunkel. Und ich habe noch 3 Kilometer zurück zu Fuß zu laufen zum Auto, weil ich einfach keinen Peil hatte, wie weit was ist. Teilweise Google Maps genommen, damit ich... Tele-DMW ist mit dabei. Ach, hier ist die Autobahn A33. Das weiß ich auch, wo die ist. So, jetzt dieser komische Kasten. Was ist da zum Teufel? Der ist festgebunden. Und dann geht der Strom. Und dann geht das hier so ein Fühler. Weiß ich nicht. Guck mal, das Tor kann man aufmachen. Um Himmels Willen. Fliegst du auch noch nicht schlecht. So, gehen wir weiter. Weiter. Seh zu, dass du wieder die zitternden Beine. Juhu! Hallo! Über den Wolken kann man richtig Herr runterfallen. Dann hast du die Hals Herr kaputt. Da di di du dumm. So, und das ist der komische Eingang und Ausgang. Der ist unheimlich klein. Jetzt bin ich ja durch. Zeigt euch jetzt mal von der anderen Seite. Hier ist noch eine Hütte. Das ist wohl die Georg-Marien-Hütte. So. Und dann haben wir hier diesen komischen Ding. Und dann ist es der Turm da oben. Ui, da waren wir. Wir werden uns das gleich mal von der Seite anschauen. Da sitzen die Herrchen. Und hier, naja, wie ihr gesehen habt, ist die Hundehütte. So. Und weiter geht's. Jetzt will ich mal wissen, was da für ein Fernseher da vorne ist. Was ist das denn hier? Baumstumpfsalat? Ach, das sollen Sitzplätze sein. Aha. Triogomisch Vermessungspunkt. Königreich Hannover. Königreich Hannover. Herrlich. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, ich kriege nasse Füße. Aber der Fernseher da vorne, wer hat den denn ausgeschlachtet? Oder es hat ein Fensterrahmen. Also da muss ich mal sehen. Ah, das ist eine Sitzbank. Damit du nicht das Wasser so richtig von oben kriegst. Ah, jetzt eben hat man ja noch gute Aussicht. Ja, so sollen. Das nennt man eine Fensterbank, meine Damen und Herren. Das ist eine Fensterbank. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Das ist ein bisschen komisch mitten im Wald, aber egal. Ja, und jetzt mache ich mich wieder auf den Rückweg. Ah ja, wollt ihr das Türmchen noch mal sehen? So sieht das aus. Naja, Hermannsturm. Okay, auf Wiedersehen. Tele-DMW. Tele-DMW. Hallo, verehrte Zuschauer, hier bin ich wieder. Ihr
Experte für schlaue Sprüche zum Sendeschluss. Der Spruch der Woche lautet heute: Ich hab's vergessen. Nochmal. Hallo, verehrte Zuschauer vom Remscheider Fernsehen TeleDMW, zum Sendeschluss natürlich Ihren Spruch der Woche. Er lautet heute: Frisch gewagt ist halb gewonnen. Ja, dann wollen wir die Nordsee mal fragen. Hallo, viel. Ist Ihr Spruch der Woche, der von einem doppelt so blöden Kommentar wie immer von der Nordsee verfolgt wird. Wir lassen uns da mal überraschen, was die heute wieder auf Lager hat. Denn wer A sagt, muss auch B sagen können. Der Kommentar. Ich finde das B scheuert. Hab ich mir's doch gedacht, wie immer. Hier war das Remscheider Fernsehen TeleDMW. Bis nächste Woche. TeleDMW aus Remscheid. Alles, worauf ich stehe, ist TeleDMW. Alles, was ich sehe, ist TeleDMW.